Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu doll, aber ja, ich bin ein bisschen krank geworden. Ich habe mich jetzt die letzten Tage auch ausgeruht und versucht, relativ schnell gesund zu werden, ein bisschen geschwitzt, wie alle so gerne sagen, dass man ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, diese Keime raus... Aber irgendwie ist es dann doch nicht so gut passiert, wie ich mir erhofft hatte. Naja, auf jeden Fall, Leute, ihr seht es schon, ich spiele gerade mit einem neuen Pack, in Anführungszeichen. Und zwar, dieses Pack ist von dem lieben bei Flutrix, könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Ist sein 750-Abo-Special-Pack. Und zwar, ich hatte auf Twitter dazu aufgerufen, dass ihr mir mal ein paar unbekannte Pack-Links schicken sollt, am besten auf RP24. Wie schon gesagt. Und Digi, was machst du hier, Mann? So. Und ja, da habe ich dann direkt unendlich viele Packs dazu geschickt bekommen. Ich glaube insgesamt 20 Stück oder so. Also es ist schon eine große Menge. Und ja, das hier war halt das allererste Pack, was mir zugeschickt worden ist. Beziehungsweise nicht das erste. Aber ja, ich habe es halt als erstes so rausgesucht. Ich mir so dachte, ach komm, ich hab dich wirklich als allererstes gesehen in meiner DM-Liste auf Twitter und dachte mir so, ja, okay, nehme ich mir das Pack gleich mal und stelle es vor. Und zwar, erstmal, ich muss wirklich sagen, ganz kurz, bevor ich jetzt weiter rede, ne, bevor ich hier weiter irgendwelche Geschichten erzähle, ne? Geschichten in Anführungszeichen, der Stick, ich finde den Stick wirklich sick. Und zwar, schaut euch mal an, wie der bitte da unten in der Hotbar liegt. Das sieht so aus, als würde der so drin schweben. Keine Ahnung, ich finde das übel episch nice. Das sieht so richtig, ja, wie soll ich sagen, so, ja, weltraummäßig aus, weißt du? Wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung, ich feiere das auf jeden Fall mega. Das ist hier wirklich richtig gut gelungen, muss ich sagen. Generell der Stick an sich. So, auf uns gehen wieder 3 Teams. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Wow. Gar nicht gecheckt, dass der Typ irgendwie bei mir stand. Naja, auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, der Stick ist echt, wie gesagt, mega nice. Die Blöcke, muss ich sagen, sind auf Kudo um einiges besser. Also die normalen Sandsteinblöcke. Da finde ich die Blöcke hier nicht so cool. Und, oh, da hat er den Rainshot übel kassiert. Und ich muss sagen, auch der Himmel gefällt mir irgendwie, keine Ahnung, der gefällt mir so. Diese dunklen Blöcke und dann dieser helle Himmel dazu. Ich glaube aber, den Himmel habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sorry, falls ich mich irgendwie irre. Ich kenne mich so, ich bin selber kein Pack-Designer und so. Kenne mich daher auch nicht so krass perfekt aus. Kann schon wieder sein, dass irgendwie beide Teams auf mich oder auf uns gehen, mich und mein Teammate. Achso, ich bin übrigens auf 4x2 auf Windmills. Und Leute, ganz kurz, guckt euch mal diese Picke an. Keine Ahnung, die Picke ist nicht so ganz mein Stil. Das ist wieder pure Geschmackssache, je nachdem, wie es einem gefällt. Und ich muss sagen, keine Ahnung, ich finde, das Schwert ist generell in diesem nicht so hochauflösenden Stil gehalten. Und wir sind doch Team Rot, oder? Ja, wir sind Team Rot. Und ich bin generell so eher der Typ für diese hochauflösenden Schwerter generell. Und daher ist es nicht ganz so meins. Es ist, wie gesagt, pure Geschmackssache. Da will ich jetzt auch nicht verübeln. An sich sind die nice gelungen, muss ich sagen. Man erkennt auch pure Holzspitzhacken und so. Oder auch Steinspitzhacken. Und ich hoffe mal, dass unser Mate das jetzt relativ gut geregelt bekommt, wenn ich hier bei Team Grün einmarschiere. Und ich sollte sie, denke ich mal, gerade ziemlich sicher haben. Ja. Leute, da haben wir auch schon das erste Team. Und hört euch den Metapod-Sound an. So, ich habe den Better Boss Sound auf jeden Fall schon mal gehört. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe ihn schon mal gehört. Der ist auch relativ, ja, normal. Nur ich finde dieses Übersteuerte, was du da reingemacht hast. Mir persönlich, es ist auch wieder so eine... Wisst ihr, bei Packs kann man eigentlich immer nach Geschmackssache gehen. Da es immer unterschiedlich ist, wie du was machst. Und ich muss sagen, super. Ich muss sagen, hier gefällt generell dieses Übersteuerte oder übersteuerte Better Boss Sounds an sich. Gefallen mir nicht so. Und da hab ich ihn. GG. Und ah, da hätte man hätte es einfach nicht übersteuert machen müssen, weißt du? So meiner Meinung nach. Das ist pure Geschmackssache, wie gesagt, Leute. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Und ich muss sagen, die Ingots sind echt sick. Nur ich habe, glaube ich, mal ein Tutorial gesehen. Jetzt no front oder so, aber ich habe ein Tutorial mal gesehen von irgendjemandem, der mal eine Enderperle gemacht hat. Und das war halt so eine 2-Minuten-Arbeit oder so, ne? Und da sah das, glaube ich, genau gleich aus. Aber ich glaube, ich habe die, irgendwo habe ich die, glaube ich, schon mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass das ein pures Mixpack ist. Falls ja, tut's mir leid. Nur ich bewerte halt auch immer so und danach so, was jetzt selbst gemacht ist und was nicht. Weil schließlich so, wenn du so was selbst pixelst, ist es um einiges mehr Arbeit, als wenn du es halt nicht selbst pixelst, ne? Das ist ja klar so. So, was gibt's sonst noch, Leute? Der Bogen sieht so aus. Die Enderperle, okay, die Enderperle muss ich wirklich sagen, die ist echt mega gut. Also die Enderperle und das Cobweb, ich finde, das sind echt zwei Items, die dir echt gut gelungen sind. Das Fadenkreuz ist auch so ganz normal gehalten. Kennt man schon aus anderen Packs, denke ich mal. Und ja, die Block-Sounds hört man jetzt auch gerade. Ja, ist halt ganz normal dieser Klick-Sound, sage ich mal. Und heilige Scheiße, Mann. Mir ist gerade im Flug ist mir aufgefallen, oh, ich habe ja kein Bett mehr. Upsi. Und mein Mage rennt gerade über mir mit Stärke rum. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Ich glaube, er carryt mich hier gerade komplett durch die Runde. Hi, Mate. Und der Gegner ist da lang gerannt, ne? Digi, du hast Stärke, Intus. Komm mal her. Hallo. Ach, er hat sich... Mein Mate ist echt ein schlauer Typ, muss ich sagen. Der Gelbe hat sich gerade nach Hause teleportiert. Und das hat mein Mate direkt gecheckt. Ich natürlich nicht. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr schlau von mir, dass ich mich einfach wundere, warum mein Mate von mir wegrennt. Und ja, der hat jetzt einen Bogen. Ich natürlich habe keinen Bogen und der steckt sich. Ich werde jetzt einfach auf Bogen sweaten, Leute, damit ihr auch nochmal die Bow-Animation seht. So, Leute, und zwar, das ist die Bogen-Animation. Oh, warte, so. So, ja, okay. Ich kann es nochmal in Zeitlupe einblenden, wenn ihr wollt. Das waren lilane Kreise. Also so lilane Kreispartikel. Ich glaube, das ist wie bei den Quirts und bei den Hits. So, Leute, und zwar erstmal, das hier sind die ganz normalen Sandsteinblöcke. Finde ich persönlich, wie gesagt, um einiges besser als diese Blöcke hier. Ist aber, wie gesagt, immer Geschmackssache. Und das hier sind die... Ups. Ja, ich habe halt jetzt Sharp 2 drauf. Das hier sind die normalen Partikel. Und das hier sind die Quirt-Partikel. Die normalen Partikel sind rot. Und die Quirt-Partikel sind, blau-lila, wenn ich mich nicht irre. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Pack in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.